Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich darüber rede, ob es in Deutschland Karaoke-Bars gibt, die so ein bisschen so sind wie in Japan. Aber eigentlich will ich heute nur mal mein neues Ringlicht ausprobieren. Eigentlich hatte ich erst überlegt, das ganze Video als einen Vlog zu machen, aber irgendwie war es dann auch so, dass ich, als ich in die Karaoke-Bar gegangen bin, das Ganze für mich auch genießen wollte, weil ich da das erste Mal war und ich auch nicht wusste, wie das Ganze wird, ob es überhaupt cool wird. Aber ich habe mich entschieden, ein bisschen darüber jetzt einfach mal in der Retrospektive zu erzählen. Aber fangen wir mal ganz, ganz vorne an. Und zwar das Thema Karaoke und ich, beziehungsweise Singen und ich. Ob ihr es mir glauben werdet oder nicht, aber ich kann wirklich 100% nicht singen. Wirklich. Aber ich liebe Singen total. Trotzdem ist es so, dass Karaoke-Bars in Deutschland normalerweise nicht so mein Ding sind, weil vor anderen Leuten singen, vor allem vor Leuten, die ich nicht kenne, ist für mich super schwierig und das mag ich total gar nicht. Und deswegen habe ich Karaoke-Bars in Japan mega geliebt. Die meisten von euch werden sicherlich das gleiche Bild im Kopf haben, wie so eine typische japanische Karaoke-Bar. Natürlich gibt es auch in Japan andere Karaoke-Bars. Aber bei den meisten ist es so, dass man halt einen einzelnen Raum bucht mit seiner Gruppe oder eben auch komplett alleine und ja dann für sich singen kann sozusagen und nicht irgendwie vor anderen Leuten singen muss, die man nicht kennt und denen man nicht anvertrauen möchte, wie schlecht man singt. Oder sowas in die Richtung. Das heißt, ich quäle nur meine Freunde mit meinem Singen und nicht fremde Leute. Was ich eigentlich sagen will, ist, dass ich Karaoke in Japan cool finde und in dem einen Jahr in Japan öfter beim Karaoke war, als glaube ich hier in Deutschland insgesamt. Als ich auf jeden Fall hier in der Nähe eine Karaoke-Bar entdeckt habe, die eben ein ähnliches Prinzip fährt mit diesen einzelnen Räumen, dachte ich, das muss ich auschecken und euch ein bisschen berichten, wie das ist und ob das, ja, ich sag mal, authentisches. Was ich dazu sagen will, diese Karaoke-Bar vermarktet sich jetzt nicht damit, dass sie japanisch sind oder sowas. Es ist halt einfach nur deren Strategie, dass die einzelne Räume haben. Aber ich habe mir das Ganze mal ein bisschen im Detail angeguckt, um hier so ein bisschen die Japan-Vibes trotzdem mal zu bewerten. Die Karaoke-Bar, bei der ich war, heißt Stereo-Bar. Und bei denen ist es so, dass man pro Stunde dort einen Raum buchen kann. Die haben unterschiedlich große Räume, ich glaube 3 verschiedene Größen. Und man bezahlt dort auch den Raum pro Stunde und nicht pro Person. Wir haben jetzt für den Anfang einfach mal den kleinsten Raum zu zweit gebucht für eine Stunde. Einfach erstmal zum Ausprobieren. Es ist dann so, dass die einzelnen Räume dort auch auf eine gewisse Art und Weise dekoriert sind. Manchmal sogar wie eine Art Thema haben. Bei uns war es so, wir hatten den kleinsten Raum gebucht, also einen der kleinsten Räume. Der war dann aber leider besetzt, wo wir da waren. Das heißt, wir haben für den gleichen Preis einen größeren Raum bekommen. Allerdings war ich ein bisschen unzufrieden damit, dass der nicht so cool dekoriert war. Ich fand den relativ langweilig und deswegen werde ich wahrscheinlich allein deswegen auf jeden Fall nochmal hingehen. Das Ganze hat 20 Euro nur für den Raum gekostet und Getränke kamen dann noch hinzu und das ist auch schon der nächste Punkt, über den ich reden wollte. Getränke konnte man über ein Tablet in den Raum reinbestellen. Das heißt, was ich gerade zu der aktuellen Zeit ganz gut fand, man hatte keinen Kontakt groß mit anderen Leuten, außer eben ja, dem Personal und das auch nur in echt einem minimalen Umfang. Das ist das Wort. Prinzipiell war es so, dass es nicht erlaubt war, eigene Getränke mitzubringen. Aber wenn ich das richtig verstanden war, hätte man eigenes Essen mitbringen können. Das fand ich ganz interessant irgendwie, das Konzept. Ich habe das Gefühl, dass sie sich auch so ein bisschen so auf Geburtstagsfeiern oder auch so Junggesellenabschiede und sowas fokussiert haben, dass die Leute da zum Beispiel einen Geburtstagskuchen mitbringen können, den man dann halt im Raum essen kann, aber Getränke eben von der Bar bezogen werden müssen. Abseits von Getränken und Essen und wie viel Kontakt hat man mit anderen Menschen und generell wie sieht der Raum aus, ist natürlich eine weitere Sache sehr, sehr wichtig und zwar, naja, das Singen. Das System, was diese Karaoke-Bar benutzt hat, hieß Karafun, also Kara wie Karaoke und Fun wie Spaß. Und dort gab es halt eine riesengroße Liste mit, ich glaube, über 30.000 Liedern oder noch mehr, ich bin mir gar nicht sicher.
aus denen man dann aussuchen konnte, und das Ganze ist über ein Tablet geschehen. Und man konnte aber auch über einen QR-Code, der auf dem Bildschirm eingeblendet war, sich mit seinem Handy einwählen. Und da konnte man auch über sein Handy Songs hinzufügen. Das Einzige, was ich ein bisschen komisch fand, war, dass, wenn wir das gemacht haben, die Songs immer zwei- oder dreimal sogar in der Liste gelandet sind. Und wir dann immer unsere Liste ein bisschen aussortieren mussten. Das war ein bisschen verwirrend und ein bisschen buggy an der einen oder anderen Stelle. So, das war jetzt mal der grobe Rundumschlag. Und ich muss sagen, vom ersten Eindruck her, bevor ich da war und auch so die ersten Momente, wo ich da war, war es schon so voll krass, so jammern. Das hat irgendwie schon ziemliche Japan-Vibes. Aber ich würde gerne noch mal ein bisschen spezifischer auf die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede eingehen, die mir jetzt so aufgefallen sind. Und wir gehen zuerst in die Gemeinsamkeiten rein. Most obvious, man hatte seinen eigenen Raum. Also vom Grundprinzip her war es so wie die aktuell moderne und weit verbreiteste japanische Karaoke-Bar. Von der Einrichtung her fand ich auch, dass es halt typisch wie eine japanische Karaoke-Bar war. Man hatte in seinem eigenen Raum dann ein Sofa, wo alle sitzen konnten, zwei Mikrofone, das ist auch eigentlich ziemlich Standard, sage ich mal. Dann halt die Karaoke-Maschine mit dem Tablet dran, einen großen Bildschirm und meistens noch so ein bisschen, ja, Musikinstrumente wie so ein Schellenring oder irgendwelche Rasseln oder sowas. Das gibt es in Japan auch relativ oft. Was ich auch sehr cool fand, war, dass man sowohl die Musik als auch die Mikrofonlautstärke anpassen konnte. Das bin ich aus Japan auch so gewohnt. Und ich bin nämlich jemand, der ganz oft dann mal so ein bisschen runterdreht, wenn ich singe, weil, wie gesagt, ich kann nicht so gut singen. Und ja, manche Leute mögen das halt, wenn man sie selbst sehr viel raushört beim Singen. Ich eher nicht so. Und deswegen finde ich das ganz cool, dass man das individuell anpassen kann. Und ein letzter Punkt, den ich auch so aus Japan kannte, war, dass man keine eigenen Getränke mitbringen darf und es aber auch Alkohol zu trinken gab. Und ja, also so Alkohol und Karaoke geht oft zusammen. Wir waren jetzt, ich glaube, gegen 17 Uhr beim Karaoke. Das fand ich ein bisschen früh und generell trinke ich nicht so viel Alkohol. Deswegen haben wir alkoholfreie Cocktails bestellt. Und nun die Unterschiede. Das allererste, was mich verwirrt hat, war, dass man in Japan, glaube ich, pro Person bezahlt, die Karaoke singen geht. Und hier bezahlt man pro Raum. Ich bin mir aber auch nicht sicher, ob das überall in Japan so ist oder ob das nur da so war, wo ich war. Es ist in Japan auch oft so, dass, wenn man mit einer größeren Gruppe geht, dass es schon pro Person günstiger ist, aber man trotzdem sozusagen pro Person bezahlt. Und wenn du jetzt alleine gehst, dann ist es natürlich teurer, weil du halt als Einzelner einen Raum belegst, aber die Preise sind nicht fest pro Raum. Eine zweite Sache, die anders war, ist, dass es in Japan oft All-You-Can-Drink-Angebote gibt. Also man bucht meistens so und so viel Zeit an Karaoke mit All-You-Can-Drink obendrauf. Und das kostet dann halt eine Pauschale und man darf dann so viel trinken, wie man möchte. Meistens hat man dann so eine Bar, wo es so Automaten gibt, wo man sich das Trinken dann selber so rauslassen kann. Das sind aber meistens auch nur alkoholfreie Sachen. Wenn man Alkohol trinken will, die sind meistens nicht im All-You-Can-Drink drin. Hier war es jetzt so, dass man generell einfach kein All-You-Can-Drink hatte, sondern jedes Getränk halt einfach seinen Einzelpreis hatte. Eine Sache, die ich ziemlich cool fand, die ich aus Japan nicht kannte, war, dass wir so eine Art Mikrofonschutz bekommen haben. Ich weiß auch nicht, ob das in der aktuellen Situation mit Corona explizit jetzt gemacht wurde oder ob sie das schon immer machen. Aber ich fand es gerade aktuell eben sehr cool, dass man da nochmal so eine kleine Schaumstoffhaube auf das Mikrofon draufgesetzt hat, die dann hinterher natürlich entsorgt wurde. Klar, produziert das Müll. Ich fand es prinzipiell cool, dass man da so ein bisschen das Gefühl hatte, da wird hygienetechnisch was gemacht. Das hatte ich in Japan nie. Ich weiß nicht, wie die Mikrofone in Japan hygienisch sauber gehalten werden, ob das gemacht wird von einem Personal und man kriegt dann einfach nichts davon mit oder ob es das einfach gar nicht gibt. Das kann ich nicht beurteilen, aber hier ist es mir aufgefallen, dass es das gibt. In Japan ist mir das nie aufgefallen. Und eine Sache, die ich auch wirklich sehr, sehr schade fand, die anders war, war die Musikauswahl. Weil, wenn ich zum Karaoke gehe, singe ich vorwiegend Anime-Intros, japanische Songs und klar auch ab und zu mal einen englischen oder deutschen Song, aber meistens singe ich doch eher japanische Lieder.
Ich weiß nicht warum, vielleicht auch einfach, weil ich Karaoke in Japan gewohnt bin. Es gab gar keine japanischen Lieder. Also wirklich, ich habe versucht, Peter zu finden. Ich habe auch hinterher nochmal dieses Karafan-System gegoogelt und dann nochmal mir die Songliste durchgeguckt und also angeguckt, durchgesucht. Und es gab keine japanischen Songs. Was aber positiv war, dass es sehr viele Disney-Songs gab und vor allen Dingen auch auf Deutsch Disney-Songs gab. Oder generell auch viel mehr deutsche Lieder, als man das eben aus einem japanischen Karaoke-System gewohnt ist. Und es gab auch mehr englische Lieder, also eine meiner Lieblingsbands ist Paramore. In Japan gab es von Paramore immer so 1 bis 2 Lieder. Hier hätte ich die ganze Palette gefühlt singen können, also alle gab es nicht, aber es gab schon sehr, sehr viel mehr Lieder von Paramore, als es in Japan der Fall war. Also es hatte so sein Für und Wider. Ich glaube, man muss einfach für sich so ein bisschen wahrscheinlich die Songs finden, die man dann gerne singen möchte. Im ersten Moment war es für mich aber schon so ein bisschen, okay, krass, ich muss erst mal überlegen, was ich singe, weil Standard-Songs wie Sword Art Online Intro oder sowas oder irgendwelche One-Piece-Intros oder sonstige Sachen, das ging halt nicht. Oder Red Wim Songs oder so. Und ein letzter Unterschied, der mir auch krass aufgefallen ist, war der Eingangsbereich. Hier war es jetzt so, dass der Eingangsbereich nicht krass in so einem Steampunk-Style dekoriert. Und dann gab es im Eingangsbereich auch noch irgendwie so einen Tisch mit so kleinen Videospiel-Games. Und dann hatten sie auch noch eine Bühne mit einem Mikrofon. Das heißt, vielleicht gibt es da auch Events oder sowas. Und das ist in Japan, glaube ich, nicht so der Fall. Aber ich weiß auch nicht, ob mich meine Erinnerung da trügt. Auf jeden Fall hatte ich das Gefühl, dass es sehr anders war. Und damit kann ich auch schon so ein bisschen in mein Fazit überleiten. Ich hatte das Gefühl, dass diese Karaoke-Bar so ein bisschen versucht, eine Art Symbiose zu sein. Zwischen man hat diese Einzelräume und aber auch den offenen Bereich. Aber es war schon so, dass sie sich eher auf die Einzelräume fokussiert haben. Insgesamt ist es auch so, dass es jetzt nicht so krass viele Unterschiede zu einer japanischen Karaoke-Bar gab. Also vom Feeling her, wenn man jetzt mal ausblendet, dass die Leute drumherum auch Deutsch singen, gab es jetzt nichts, wo ich gesagt hätte, das zerstört das Feeling so richtig, außer die Songauswahl. Insgesamt würde ich aber sagen, dass es sich lohnt, in Deutschland so eine Karaoke-Bar auszuprobieren. Ja, einfach weil Japan-Vibes und sowas, selbst wenn man nicht japanische Songs singen kann, ich meine, viele machen das vielleicht auch gar nicht, das ist vielleicht auch mein persönliches Problem, aber einfach vom Vibe her, vom Feeling her, ich wollte nämlich eigentlich auch schon zu meinem Geburtstag dahin gehen, aber da hatten die noch nicht wieder offen. Und deswegen jetzt, wo sie dann wieder offen hatten, dachte ich so, okay, ich muss das jetzt unbedingt machen und sozusagen so ein bisschen meine Geburtstagsidee nachholen. Und ich war sehr zufrieden damit und fand es wirklich sehr, sehr cool. Ich habe die Stereobar auch nochmal unten in der Videobeschreibung verlinkt, falls es irgendjemanden interessiert. Die ist hier in Stuttgart. Ja, es gibt aber auch noch in anderen Städten solche Karaoke-Bars, also auch wenn ihr woanders wohnt, gibt es welche. Ein paar sind mir jetzt schon über den Weg gelaufen, die werde ich auch mal mit unten verlinken, vielleicht ist ja was in eurer Nähe dabei. Wenn ihr noch eine Karaoke-Bar kennt, die ich da nicht aufgelistet habe oder generell auch schon mal in so einer Karaoke-Bar war, die so ein bisschen eher wie eine japanische Karaoke-Bar ist, dann würde es mich echt interessieren. Wo wart ihr? Wie waren die so? Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht wie ich oder ganz, ganz andere? Und gibt es irgendwo eine Karaoke-Bar in Deutschland, wo man japanische Lieder singen kann? Wahrscheinlich in Düsseldorf, ne? As always. Wahrscheinlich in Düsseldorf, aber schreibt es mir gerne mal, weil wenn ich irgendwann mal wieder in Düsseldorf bin, dann weiß ich, wo ich hingehe. Und damit bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und fürs bis hierhin Zuschauen. Und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Ich habe vergessen, Mikrofon zu benutzen, fällt mir gerade auf. Können wir einmal festhalten, dass ich glaube, dass dieses Ringlicht einfach wunderschön ist?